gehe mit. Die Folge hieß Wien Mitte. Meine erste Notiz war, sehr enthusiastisch, Total Motherfucker! Mit U und A und UA nochmal. So 70s offensichtlich. Der Schnauzer war da. Ne? Ich habe mich noch an den Schnauzer schoner. Inspektor gibt es keinen, ja. Also vollkommen wurscht, weil was ich hier geschrieben habe, ist nicht relevant. Im Endeffekt ging es in der Folge darum, dass bei Wien Mitte, so hieß die Folge natürlich, zwei Morde geschehen sind, über Distanz mit einem Gewehrschuss. Hat sich mir sehr eingeprägt. Es war immer der Sandler da. Der Sandler hatte da sein großes Happening, zweimal gleich. Besonders beim zweiten Mal, nein, nicht schon wieder. Ja, hatte das mit einem Schützenverein zu tun. War aber lustig. Und die ÖBB in Rheinkultur mit den alten S-Bahn-Zügen. Also da muss man wirklich, wirklich alt sein, dass man sich an die noch erinnert. Und alte Wien Mitte, bitte. Das ist, da war ja noch Freiluft. Amtsmissbrauch. So geil. Das habe ich mir aufgeschrieben. Breaking the Fourth Wall, das fand ich super. Wie er so in die Kamera geschaut hat, naja, österreichische Zeit, dann können wir nicht zeigen. Die Rudermaschine fand ich auch super, als ehemaligen Selbstruderer. Und ja, ganz, ganz unten groß. Auch markiert den Schnauzerschoner, den fand ich sehr, sehr erwähnenswert. 20 Sekunden. Abschließend kann man noch sagen, ich erinnere mich an die Kinder, wo sie dann mit der Marke hinkommen sind und zeigt man so, gute Fälschung. Arsch geschaffen.